Ich sehe bei eurem Protagonisten viele Verschwendungen. Ich kann ihn nur dazu einladen, sich am Lean Management zu orientieren. Dann klappt es auch besser mit dem Kaffeekochen und vielleicht bleibt dann sein Freund auch bis zum Ende bei ihm. Ich kann ihm eine kleine Zusammenfassung des Lean Management geben. Lean Management beschäftigt sich unter anderem mit der Erkennung und Vermeidung von Verschwendungen, den sogenannten MUDAs. Insgesamt lassen sich Verschwendungen in Unternehmen in 8 Gruppen unterteilen. Zunächst die Überproduktion. Wird zu viel produziert, kann die Ware nicht vollständig abgesetzt werden, sie verliert mit der Zeit an Wert oder wird wie bei Lebensmitteln schlecht. Zu hohe Lagerbestände sind eine weitere Möglichkeit der Verschwendung. Denn Lagern ist teuer, es entstehen Kosten, die zum Beispiel in einer Just-in-Time-Produktion vermieden werden können. Unnötige Transportwege lassen Kosten ebenfalls steigen und können so den Verschwendungen zugeordnet werden. Eine effiziente Streckenplanung von Lieferanten ist unumgänglich. Dieses Konzept lässt sich auch auf die Mitarbeiter im Unternehmen übertragen. Liegen zum Beispiel oft benötigte Arbeitsgeräte weit weg vom Arbeitsplatz, so muss der Mitarbeiter zum Beschaffen und Aufräumen weitere Wege zurücklegen, wie bei einer guten Organisation des Arbeitsplatzes vermieden werden könnten. Weitere Verschwendungen treten im Unternehmen direkt bei der Produktion von Gütern auf. Produktionsfehler führen zum Ausschuss oder Nacharbeit. Fast immer gibt es in Unternehmen eine Folge von Arbeitsschritten, die für die Herstellung eines Gutes nacheinander abgearbeitet werden müssen. Kommt es in dieser Kette zu Verzögerungen, so entstehen Verschwendungen durch Wartezeiten. Weiterhin kann es im Unternehmen vorkommen, dass falsche oder unnötige Prozesse durchgeführt werden, die keine Wertsteigerung vollbringen und so verschwenderisch sind. Die 8. und letzte Verschwendung ist wohl eine der häufigsten. Hierbei wird das Kreativitätspotenzial der Mitarbeiter nicht genutzt, wenn diese nur nach strikten Vorgaben arbeiten, können sie sich nicht frei entfalten und ihre tatsächliche mögliche Leistungen werden für das Unternehmen nicht greifbar. Kaizen ist eine prozessorientierte Methode, die Verbesserungen in kleinen Schritten vorsieht. Eines der wesentlichen Mittel des Kaizen wird mit dem Ishikawa-Diagramm veranschaulicht. In Unternehmen kommt es immer wieder zu Problemen, die bei den Wertschöpfungsprozess zutage treten. Der Wertschöpfungsprozess wird durch die sogenannten 7 M's beeinflusst. Mensch, Maschine, Mitwelt, Material, die Methode, durch Messungen sowie das Management. Diese 7 M's können also Ursache des Problems sein. Das Problem kann sich aber auch auf den Wertschöpfungsprozess auswirken. Um herauszufinden, welches oder welche der 7 M's die Ursache des Problems sind, kann man sich mit Hilfe von Fragenkatalogen in kleinen Schritten effektiv an die Ursache heranarbeiten. Ähnlich ist das Konzept bei den sogenannten 6W-Fragen des Kaizens. Hier erstellt man ebenfalls einen Fragenkatalog, um sich kleinschrittig der Problemursache anzunähern. Besonders wichtig hierbei die Vermeidung der 3 Mus. Von MUDA, den Verschwendungen, haben wir ja bereits bei Lean Management gehört. Weiterhin gilt es aber MORI, die Überlastung, und MORA, die Unausgeglichenheit zu vermeiden. But I realize that I'm still the same man I was yesterday. See, I made a promise to myself to make a change and better myself. But I don't feel any difference, and that's a shame.